Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind heute wieder am Start und während gleich die Nationalmannschaft der deutschen Frauen gegen die USA ran muss, dachte ich, bevor die mit denen dealen müssen, müssen meine Gegner heute in der Episode nochmal mit dem Team of the Season dealen, den ich schon seit Ewigkeiten ausprobieren wollte. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber freuen, wenn wir 1000 Likes schaffen, wäre das richtig, richtig nice. Videobeschreibung sind Links zu Randrun für Coins und PSA, mag ich es auch gut haben, Instagram, Facebook, Twitter und Amazon. Ebenfalls könnt ihr mich mit unterstützen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann kommen wir jetzt auch zum Spieler, den ich seit Ewigkeiten ausprobieren wollte, bevor ich mich hier nochmal verhaspel. Und zwar ist das Team of the Season Jonas. Ja, der hat richtig geile Werte, der Jonas Gonçalves Oliveira. Hat nämlich 82 Tempo, 91 Dribbling, 90 Shooting, 85 Passen und 75 Physics. Hochgeringe Arbeitsraten, 4-Star Week für 3 Sterne Skills. Und Leute, from Zero to Hero passt zu dem Typen richtig, richtig gut. Denn der Junge ist ein richtiges Monster. Der hat sich hochgearbeitet, ist von Valencia ablösefrei zu Benfica gewechselt, quasi im Tausch mit Rodrigo, den sich Valencia ja geholt hat. Und was hat er gemacht? Der hat innerhalb, glaube ich, von 21 Spielen oder von 25 Spielen 20 Buden gelegt in der Saison. Ist also der Topscorer, glaube ich, gewesen bei Benfica und hat dementsprechend seine Team of the Season Karte auch verdient. Sieht richtig, richtig krass aus. Wir kommen gleich zu den Key Stats. Kurz davor 41.500 Münzen kostet er beim günstigsten Buy Now Price. Und das ist das Team, was ich um ihn gebaut habe, mit Hulk vorne und Nani, also eine richtig nice Kombination. Dann haben wir hier noch Amorim, Kabay, Mvia und Kuzmi. Normalerweise sollten hier Diarra und Shishkin stehen. Allerdings ist Diarra momentan nicht auf dem Markt, beziehungsweise nur für 5.000 Münzen. Da habe ich mir gedacht, okay, nimmst du Shishkin, gibst ihm eine Goldattributkarte. Jetzt ist er der beste Rechtsverteidiger der Welt. Dazu haben wir noch Thiago Silva, Mangala, Clichy und Sirigu ist wieder Nowlings-Brated, wie ihr es gewohnt seid. Und jetzt kommen wir zu den In-Game-Stats. Die 90er Stats, die sprudeln so ziemlich bei ihm. 95 Longshot, 97 Ballkontrolle, 99 Effet und auch sonst viele Stats in den 90ern, unter anderem die Schusskraft und das Dribbling. Also wir können uns auf eine richtig geile Karte freuen, mit der Gegner jetzt zu dealen hat. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie und wir sehen uns gleich beim Gegner. Unser Gegner ist gefunden, 77er Bewertung, Fra heißt sein Team und... Das war ja mal wieder klar, dass wir auf sowas treffen. Hermann, Castro, Diekmeyer, Kaya, Cheju, Muslera, Parejo, das ist Vitolo, dann noch Jordi Alba, Vitolo als linker Flügel, ist übrigens interessant mit dem Medium High Arbeitsraten, Lacazette und Fekir. Und davon, wie viele waren es? 7 Team of the Seasons? Na geil. Übrigens, warum falsche 9? Ganz einfach, 90 kurzer Pass, 90 Vision oder 94 Vision oder sowas und dazu noch 94 Positioning. Das ist richtig geil. Ja, das könnte was werden. Wow, Sirigu, wow. Wow, 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 wow. Dass man den nicht hält, das ist leicht lächerlich. Also. Ja. Komm, 99 Effe. 99 Effe. Sehr schön, Freistoß, das kann er nämlich auch. Hulk kann das allerdings natürlich auch, aber Jonas, der kann das auch. 89 Freischusspräzision, 99 Effekt, zu viel Kraft. Doch, oh, das wäre perfekt gewesen, der wäre perfekt gewesen. 99 Effekt. 99 Effekt, Mann, das kann doch nicht sein. Allerdings habe ich einen Fehler gemacht, der hat nämlich keinen Longshot-Taker-Trade. Anders als Soriano, dementsprechend kann er das gar nicht. Oh, nee, kann er nicht. Nein, 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 nein. Och Mann, Leute. Oh. Wunderbar freigespielt. Jan im Via, der kann nicht schießen und kann allgemein gar nichts anscheinend. Jetzt ist der FC endlich mal da. Ich wollte schon gar nichts sagen, weil ich so viel Angst hatte. Aber jetzt macht er seine Ruhe. Jonas mit dem 2:1. Jetzt sind nur noch 3 Tore, die er machen muss. 2 um zumindest die Führung zu machen und 2 um die 2 Tore Führung zu machen. Er war auf jeden Fall schon mal gut. Schöne Ballkontrolle, schön gemacht. Er ist zu schnell, er ist zu gut. Jonas, Efe! 99, das waren 20. Oh, er lässt sich komplett auseinandernehmen. Wow! Hallo! Halbzeit, 49% Ballbesitz, die Stats sind relativ ausgeglichen, 75% Passgenauigkeit sind in Ordnung, aber es muss noch ein bisschen mehr gehen, gerade vorne in Offensiver Hulk und Nani sind bisher echt schwach, aber das wird besser. Uh-oh, retard alert. Was?
Was? Warte mal. Was? Wofür? Warum? Weshalb? Das macht ja gar keinen Sinn. Der fällt doch nicht mal. Links. Ich spring immer nach rechts. Einmal nicht und er schießt nach rechts. Na also, es gibt einen Elfmeter, auch wenn der genauso lächerlich war wie der gerade eben. Ich traue mich immer nicht so wirklich anzufangen zu kommentieren, weil ich glaube eh, dass aus den Situationen nichts wird. Aber hier wird was draus und jetzt hat Jonas die Chance und nicht Kabay. Nicht Kabay. Nicht Kabay, Jonas. Hat sogar 82 Elfmeter. Das müsste ja funktionieren. Doppelpack. Dann würden wir nochmal eine Chance kriegen. Ich erinnere mich an den letzten Elfmeter, den ein Spieler von mir so geschossen hat. Aber er ist drin, wunderbar. Damit haben wir jetzt schon mal das 2:3, aber noch ein Weg vor uns. Nein, nicht wieder Lacazette, der ist wieder so schnell. Als ob, jetzt mal ganz ehrlich, der kann doch gar nichts. Was ist denn das? Und Sirigu, warum bewegst du deinen fetten Arsch nicht? Mein Gott. Oh. Komm, Klischi. Warum steht Klischi eigentlich im gegnerischen 16er? Ich stehe nicht mal auf total Offensive. Warum muss ich immer gegen diese beschissenen, kranken Teams spielen? Das ist doch asozial. Das kann doch überhaupt nicht sein. Jedes Mal wieder der gleiche Scheiß. Wir kennen das Ganze irgendwie, ne? 9,2 Man of the Match, aber das ist nicht der... Das ist nicht das richtige Team. Das sind die richtige Hulk. Wir brauchen einen anderen Hulk. Wir brauchen nicht den Hulk aus dem ersten Film. Wir brauchen den Hulk aus Marvel's Avengers 2. Wir brauchen den blauen Hulk. War nur ein Spaß, ich kann mir den blauen Hulk nicht leisten. Deswegen nehmen wir einfach eine plus 10 Attributkarte. Müsste auch funktionieren. 73er Bewertung. 3,5 Sterne. Ich krieg nicht mal mit einer Bronzebank ein Silberteam auf 3,5 Sterne. Wie machen die Leute das? Jonas. Er hat einfach den Trick nicht gemacht. Es hat ihn nicht gejuckt. Kriegt den Ball nochmal. Er kriegt den Ball nochmal, er macht das Tor. Ah, 3 Versuche braucht, um endlich mal aufs Tor zu schießen. Aber egal, da ist wieder seine erste Bude, hat 9 Minuten gebraucht. Genauso will ich das doch sehen, ist doch herrlich. Der Junge ist richtig gut. Das Team halt nicht. Aber er. Alles klar. Danke, Sirigu, du komplette Gurke. Ich muss mir echt einen Ersatzkeeper auf die Bank setzen, das ist jedes Mal der gleiche Scheiß. Geh nochmal aus dem Bild, du kannst nur pausieren, wenn du im Ballbesitz bist. Dann schaut man einfach nicht nach hinten umzufallen. Oh! Wie von einer Kanone getroffen. Komm, Jonas, zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Noch ist er am Ball. Er ist so unbeweglich irgendwie. Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Oh, da war die Riesenchance. Und wer hat's rausgespielt? Wer hat's rausgespielt? Dass jemand seinen Finesse-Schüssen gehindert wird, ne? Wettenmeier stellt einen Spieler auf die Linie und der Freischuss geht dementsprechend nicht rein. Kennen wir ja. Oh Mann. Oh! Langsam bringt mich das echt zum Ausrasten. Jedes Spiel gibt es einen lächerlichen Elfmeter. Oh, nichts gedrückt. Und es ist einfach wieder, weil er sich dreht und in meinen Spieler reinläuft. Warum greifst du mir ins Trikot? Ich habe gar nichts gedrückt. Das ist doch kein Elfmeter. Oh. Ey, dann springe ich gerade nach links. Jetzt denke ich mir, ich springe wieder nach rechts. Und dann ist auch wieder falsch. So unverdient. Das gibt's geil. Das ist die zweite Chance, die er hat. Diese Engine, die macht mich verrückt. Und warum ist er so langsam gewesen? Ja, dafür gelb geben, alles klar.
Halbzeit unterlegen, 100% Schussgenauigkeit, 81% Passgenauigkeit, das läuft an sich. Aber ganz ehrlich, wenn dieses Spiel nicht will, dass du gewinnst, dann gewinnst du halt einfach nicht. Hulk fühlt sich an wie der schlechteste Spieler im Spiel. Nani ist quasi gar nicht auf dem Platz. Jonas ist der langsamste Spieler, den ich jemals gesehen habe. Natürlich, klar, alles, ja, alles klar, natürlich. Warum auch nicht? Oh, ist das geil gemacht. Ich traue mich hier eigentlich gar nicht mehr zu sprinten, weil es könnte ja sein, dass er in den Zweikampf rein muss. Und dann wird es ja sofort gelb-rot geben, weil diese Engine ja so unfassbar geil ist. Jawoll. Warte, nehme ich nochmal eine Bude hier. Komm, wir machen das jetzt irgendwie auf. Keine Ahnung wie, aber wir machen das jetzt. Es kann doch nicht sein, dass dieses Spiel jedes Mal wieder zum Abfacken, beziehungsweise es schafft mich abzufacken, damit, dass ich einfach so dämlich verliere. Kann man erklären, warum Thiago Silva quasi ganz vorne steht und wahrscheinlich Jonas ganz hinten oder so und jetzt rennt er nach hinten, damit der Konter bloß nicht zustande kommt oder was? Was ist das für ein Spiel? Ich hoffe so sehr, dass PES nächstes Jahr gut wird, ne? Benutz doch einfach deinen linken Fuß, du Inkompet... Wow, Gott sei Dank ist er zu blöd, auf Schießen zu drücken. Alter, das kann doch nicht. Das ist doch einfach nur noch unmöglich. Wie geht das, dass nicht ein einziger Ball auf dieses Tor kommt, egal was ich mache? Ich könnte wahrscheinlich aus der Distanz schießen und irgendwer würde es abblocken. Guckt euch an, was das für ein kleiner Abfucker ist. Meint, er wäre cool, meint, er wäre gut. Wie soll man diese Spiele noch vernünftig spielen? Mein Spieler ist natürlich wieder der Beste auf dem Platz, gar keine Frage. Aber trotzdem verliere ich, weil der Rest des Teams einfach nur scheiße ist. Alles in allem kann man sagen, dass Jonas ein geiler Spieler ist, dass er einen geilen Schuss hat, dass er richtig gutes Positionsspiel hat, ein gutes Passspiel und so weiter und so fort. Alles, was ein Stürmer braucht, beziehungsweise auch eine falsche 9. Allerdings, bevor die Gegner mit ihm dealen müssen, muss der Spieler selber erst mit dem Spiel dealen. Und das ist bei FIFA nun mal, naja, quasi unmöglich. Denn das Spiel beruht nicht auf Skill, sondern auf Bullshit. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.